du brauchtest. Ich bin auf deiner Seite. So, meine Herren und Damen. Geht nicht. Interessiert keinen. Gespürt, wir müssen den Reaktor stoppen. Alter, Zeit für Venom. Halt still. Bleib weg. Du wirst nicht zum Reaktor gehen. Ja, komm. Bist du noch nicht müde? Nö. Du hättest wegbleiben sollen. Ach, deine Mutter. Mann. Mit den Informationen über Nuform. Geht nicht! Interessiert keinen! Wie kannst du so schnell sein? Ja. Warum hat Roxxon wohl in Harlem gebaut? Wir sind verzichtbar! Roxxon liegt falsch! Er ist verzichtbar! Leute wie Krieger machen es wahr! Halt still! Hast du das gespürt? Wir müssen den Reaktor stoppen. Bleib weg! Dir wird's auch so gehen, Spider-Man. Sie benutzen dich, dann vergessen sie dich. Das glaub ich nicht. Wir können alles besser machen. Ich versuch's! Du versuchst deinen Scheiß! Ich kann dich nicht umstürzen, aber ich muss den Reaktor stoppen. Aber nur so können wir verhindern, dass Roxxon Menschen verletzt. Sieh dich um. Wir werden jetzt verletzt. Du wirst nicht zum Reaktor gehen. Alter! Wie willst du da denn ausweichen, wenn die dich hat? Du warst der Einzige, den ich auf meiner Seite brauchte! Ich bin auf deiner Seite! Wir erledigen Roxxon mit den Informationen über Nufor! Geht nicht! Interessiert keinen! Warum hat Roxxon wohl in Harlem gebaut? Wir sind verzichtbar! Das ist nicht wahr! Leute wie Krieger machen es wahr! Hast du das gespürt? Wir müssen den Reaktor stoppen! Verschwinde! Dir wird's auch so gehen, Spider-Man! Sie benutzen dich, dann vergessen sie dich! Das glaub ich nicht! Wir können alles besser machen! Ich versuch's! Ich kann dich nicht umstürzen, aber ich muss den Reaktor stoppen. Aber nur so können wir verhindern, dass Roxxon Menschen verletzt. Sieh dich um. Sie werden jetzt verletzt. Ja.
Ach du Scheiße! Hey, ein harter Kampf, das liebe ich. Oh, ich wollte euch nur kurz was sagen, damit ihr euch keine Sorgen macht. Es ist okay, wenn das Gebäude hier hochgeht. Es ist okay, wenn ganz Harlem hochgeht. Ich meine, habt ihr eine Ahnung, wie gut wir versichert sind? Und wie gut sich ein terroristischer Anschlag auf uns macht? Vergesst Roxxon Plaza. Hier in Kürze, Roxxon City. Okay, bis dann, Kinder. Nö. Du hast Rick auch geliebt. Wie kannst du seinen Mörder verteidigen? Tu ich nicht. Aber ich kann Harlem nicht für Krieger opfern. Das mache ich doch gar nicht. Doch. Ja, doch. Du siehst es nur nicht. Bist du noch nicht müde? Du hättest wegbleiben sollen. Ach, deine Mama. Damit ihr euch keine Sorgen macht. Es ist okay, wenn das Gebäude hier hochgeht. Es ist okay, wenn alle hochgehen. Ich meine, habt ihr eine Ahnung, wie gut wir versichert sind? Und wie gut sich ein terroristischer Anschlag auf uns macht? Vergesst Roxxon Plaza. Hier in Kürze, Roxxon City. Okay, bis dann, Kinder. Nein, ich muss ihn aufhalten. Aber nicht so. Ich weiß, was du Rick versprochen hast, aber er würde nicht wollen. Sag deinen Namen nicht! Sie lässt mich nicht näher ran. Gut, dann machen wir ernst. Du willst die Wahrheit? Hier ist sie! Rick würde es hassen, dass du zu Tinkerer geworden bist. Sei still! Mann, Alter! Wie kannst du seinen Mörder verteidigen? Tu ich nicht! Aber ich kann Harlem nicht für Krieger opfern! Das mache ich doch gar nicht! Doch! Du siehst es nur nicht! Weich nur auf! Bringt dir auch nichts! Bitte, Finn! Ich sag dir die Wahrheit! Wär mal was Neues! Ich hätte nicht lügen sollen, um in den Underground zu kommen! Könnte ich das ändern? Halt still! Ich finde dich! Du hast Krieger gehört! Die einzigen, denen du schadest, sind die Leute in Harlem! Krieger hat gelogen! Garantiert! Nein. Wie kannst du so schnell sein? Hab sie. Manometer hier.
kannst du das durchziehen. Das liebe ich. Oh, ich wollte euch nur kurz was sagen, damit ihr euch keine Sorgen macht. Es ist okay, wenn das Gebäude hier hochgeht. Es ist sogar okay, wenn ganz Harlem hochgeht. Ich meine, habt ihr eine Ahnung, wie gut ihr versichert ist? Und wie gut sich ein terroristischer Anschlag auf uns macht? Vergesst Rockstar Plaza. Hier in Kürze, Rockstar City. Okay, bis dann, Kinder. Du hättest wegbleiben. Mann, Alter! Reg mich so auf. Alles gut. Muss sein. Hey, ein harter Kampf, das liebe ich. Oh, ich wollte euch nur kurz was sagen, damit ihr euch keine Sorgen macht. Es ist okay, wenn das Gebäude hier hochgeht. Es ist okay, wenn ganz Harlem hochgeht. Ich meine, habt ihr eine Ahnung, wie gut wir versichert sind? Und wie gut sich ein terroristischer Anschlag auf uns macht? Vergesst Rockstar Plaza. Hier in Kürze, Rockstar City. Okay, bis dann, Kinder. Ich muss ihn aufhalten, aber nicht so. Ich weiß, was du Rick versprochen hast, aber er würde nicht wollen. Sag deinen Namen nicht. Du willst die Wahrheit? Yes! Rick würde es hassen, dass du zu Tinkerer geworden bist. Sei still! Du hast Rick auch geliebt! Wie kannst du seinen Mörder verteidigen? Tu ich nicht! Aber ich kann Harlem nicht für Krieger opfern! Das mache ich doch gar nicht! Doch! Du siehst es nur nicht! Halt still! Mann! Bitte, Finn! Ich sag dir die Wahrheit! Wär mal was Neues? Ich hätte nicht lügen sollen, um in den Underground zu kommen. Könnte ich das ändern? Kannst du nicht! Weich nur aus! Bringt dir auch nichts! Hab sie! Du hast Krieger gehört! Die Einzigen, denen du schadest, sind die Leute in Harlem! Krieger hat gelogen! Garantiert! Ja, hat er leider nicht! Alter, ich bin in das Ding reingerannt, ich Idiot. Ah. Oh, hey, ein harter Kampf, das liebe ich. Oh, ich wollte euch nur kurz was sagen, damit ihr euch keine Sorgen macht. Es ist okay, wenn das Gebäude hier hochgeht. Es ist sogar okay, wenn ganz Harlem hochgeht. Ich meine, habt ihr eine Ahnung, wie gut ihr versichert seid? Und wie gut sich ein terroristischer Anschlag auf uns macht? Vergesst Rockstar Plaza. Hier in Kürze, Rockstar City. Okay, bis dann, Kinder. Nein, ich muss ihn aufhalten. Aber nicht so. Ich weiß,
Kohlen! Sag deinen Namen nicht! Wie kannst du so schnell sein? Du denkst die Wahrheit? Hier ist sie! Rick würde es hassen, dass du zu Tinkerer geworden bist! Sei still! Hab sie! Bleib stehen! Du hast Rick auch geliebt! Wie kannst du seinen Mörder verteidigen? Tu ich nicht! Aber ich kann Harlem nicht für Krieger opfern! Das mache ich doch gar nicht! Doch! Du siehst es nur nicht! Hast du das gespürt? Wir müssen den Reaktor stoppen! Bitte, Finn! Ich sag dir die Wahrheit! Wär mal was Neues? Ich hätte nicht lügen sollen, um in den Underground zu kommen. Könnte ich das ändern? Kannst du nicht! Weich nur aus! Bringt ja auch nichts! Gut, dann machen wir ernst! Du hast Krieger gehört! Die einzigen, denen du schadest, sind die Leute in Harlem! Krieger hat gelogen! Garantiert! Halt still! Nö! Noch Fragen? Bist du noch nicht müde? Nein. Manometer. Es war ich so gut, Alter. Oh, hey, ein harter Kampf, das liebe ich. Oh, ich wollte euch nur kurz was sagen, damit ihr euch keine Sorgen macht. Es ist okay, wenn das Gebäude hier hochgeht. Es ist sogar okay, wenn ganz Harlem hochgeht. Ich meine, habt ihr eine Ahnung, wie gut wir versichert sind? Und wie gut sich ein terroristischer Anschlag auf uns macht? Vergiss Roxxon Plaza. Hier in Kürze, Roxxon City. Okay, bis dann, Kinder. Nein, ich muss ihn aufhalten. Aber nicht so. Ich weiß, was du versprochen hast. Aber er würde nicht wollen. Sag seinen Namen nicht. Die Wahrheit? Hier ist sie! Rick würde es hassen, dass du zu Tinkerer geworden bist! Sei still! Hast du das gespürt? Wir müssen den Reaktor stoppen! Halt still! Du hast Rick auch geliebt! Wie kannst du seinen Mörder verteidigen? Tu ich nicht! Aber ich kann Harlem nicht für Krieger opfern! Dann machen wir ernst! Du siehst es nur nicht! Ich sag dir die Wahrheit! Wär mal was Neues? Ich hätte nicht lügen sollen, um in den Underground zu kommen. Könnte ich das ändern? Kannst du nicht! So!
Die ist so verblendet, Alter. Weich nur auf. Bringt dir auch nichts. Hab sie. Bist du noch nicht müde? Nein. Ja. Nächster. Ich musste das durchziehen. Diese Scheißfelder da. Oh, hey, ein harter Kampf, das liebe ich. Oh, ich wollte euch nur kurz was sagen, damit ihr euch keine Sorgen macht. Es ist okay, wenn das Gebäude hier hochgeht. Es ist sogar okay, wenn ganz Harlem hochgeht. Ich meine, habt ihr eine Ahnung, wie gut wir fertig hätten? Und wie gut sich ein terroristischer Anschlag auf uns macht. Vergesst Rocks und Plaza. Hier in Kürze, Roxxon City. Okay, bis dann, Kinder. Nein, ich muss ihn aufhalten. Aber nicht so. Bleib stehen. Nö. Hast du das gespürt? Wir müssen den Reaktor stoppen. Sie lässt mich nicht näher ran. Ich weiß, was du Rick versprochen hast. Aber er würde dich wollen. Ich will, dass ich nicht tot bin. Dann hör auf. Geh! Du willst die Wahrheit? Hier ist sie! Rick würde es hassen, dass du zu Tinkerer geworden bist. Sei still! Du hast Rick auch geliebt! Wie kannst du deinen Mörder verteidigen? Tu ich nicht! Aber ich kann Harlem nicht für Krieger opfern! Das mache ich doch gar nicht! Doch! Du siehst es nur nicht! Wie kannst du so schnell sein? Gut, dann machen wir ernst. Bitte, ich sag dir die Wahrheit. Wär mal was Neues. Ich hätte nicht lügen sollen, um in den Underground zu kommen. Könnte ich das ändern? Kannst du nicht. Halt still. Krieger gehört! Die einzigen, denen du schadest, sind die Leute in Harlem! Krieger hat gelogen! Garantiert! Weich nur aus! Bringt dir auch nichts! Ja.
Bist du noch nicht müde? Mann! Alter Schwede! Und das? Ich musste das durchziehen. Das kannst du nicht wissen! Doch!
Aber Trauer darf dein Leben nicht ruinieren. Ich wollte das nicht. Krutze. Ich flipp aus. Irgendwann. Ich weiß, wie du dich fühlst, was dich antreibt. Das kannst du nicht wissen. Doch, aber Trauer darf dein Leben nicht ruinieren. Hä? Okay. Hast du das Gefühl? Ich lasse dich nie zum Reaktor. Wenn du es verstehst, hilf mir. Bitte, hilf mir. Lass uns die Kernschmelze stoppen. Wir gehen nach Hause. Nein! Verstecken und dir nicht helfen! Ich hätte fast geglaubt, dass ich wieder eine Familie habe! Ich hab dich schon besiegt! Ich hab das nochmal! Diesmal nicht! Wie kannst du so schnell sein? Ich bin deine Familie! Ich, Mom, Genki! Ich dachte, ich wollte... Bitte, beende das hier und wir gehen nach Hause. Für mich gibt es kein Zurück. Ich muss ausweichen. Bin ich doch dabei, Bro. Bitte, Finn, ich sag dir die Wahrheit. Wär mal was Neues. Ich hätte nicht lügen sollen, um in den Underground zu kommen. Kann ich das ändern? Kannst du nicht. Weich nur aus! Bringt dir auch nichts! Für dich, du hättest wegbleiben sollen! Schnauze! Todesräder! Okay! Ich weiß, wie du dich fühlst! Was dich antreibt! Das kannst du nicht wissen! Doch! Aber Trauer darf dein Leben nicht ruinieren! Wenn du es verstehst, hilf mir! Bitte, hilf mir! Lass mich die Kernschmelze stoppen! Verschwinde einfach! Geh, bitte! Ich will das hier nicht tun! Bewegung bleiben! Bin ich doch! Ich hätte fast geglaubt, dass ich wieder eine Familie habe! Hast du! Ja, vielleicht muss ich mit der Tarnung noch ein bisschen arbeiten. Okay. Ich weiß, wie du dich fühlst, was dich antreibt. Das kannst du nicht wissen. Doch, aber Trauer darf dein Leben nicht ruinieren. Ich muss ausweichen. Wie kannst du so schnell sein? Wenn du es verstehst, hilf mir! Bitte, hilf mir! Lass mich die Kernschmelze stoppen! Wir gehen nach Hause! Nein! Das Schwert steckt fest! Zeit für Venom! Hast du das gespürt? Wir müssen den Reaktor stoppen! Bewegung bleiben! Ich hätte fast geglaubt, dass ich wieder eine Familie habe! Hast du! Ich bin deine Familie. Ich, Mom, Genki. Ich dachte, ich wollte.
Taxi und wir gehen nach Hause. Für mich gibt es kein Zurück. Bewegung bleiben. Nicht doch. Stehen bleiben. Jetzt zu schnell. Bitte, Finn. Ich sag dir die Wahrheit. Wär mal was Neues. Ich hätte nicht lügen sollen, hier in den Underground zu kommen. Könnte ich das ändern? Kannst du nicht. Ich meine es ernst, Miles. Ja, ich auch. Venom hätte ich nutzen können, ich Idiot. Du hältst mich nicht auf. Ich muss es No. Nicht viel. Komm schon, Miles. Das schaffst du. Komm. Komm. Es geht aber nicht schneller. Sprinten ist leider nicht drin. Komm schon. Bevor ganz Harlem am Arsch ist. Geschafft! Komm schon! Yeah!
sehen! Miles! Verschwinde hier, Junge. Wir kümmern uns um die. Haben Sie ihn erkannt? Gut gemacht, Spider-Man. Danke. Wer ist das? Der Kerl? Unser Spider-Man. Haben Sie gehört? Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Ich mach Sie fertig! Ich werde... Ja, wir kennen Sie. Ich mach Sie fertig! Haben Sie gehört? Ja! Ganz genau, Freunde. Simon Krieger ist im Gefängnis. Aaron Davis, alias der Prowler, hat ihn und Roxxon verpfiffen. Davis wird aufsetzen, kriegt aber wohl mildernde Umstände. Wir können von den Ereignissen in Harlem alle etwas lernen. Gemeinsam sind wir stärker. Und glücklich ist das Viertel, das einen eigenen Spider-Man hat. Siehst gut aus, Haley. This is where we come from, yeah, we did it. City on my back, I'm committed. This is where we come from, yeah, we made it. Now the whole team celebrating. We like, oh, 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 o
probably thought you knew. A new day is approaching, turn the gray skies into blue. I grew up on these same blocks, school of hard knocks. Had to get in on a hard time, took the hard shots, but we made it. Anticipated, highly decorated. The whole team is winning, celebrated. The victory is all mine, all mine. And everything is all right, all right. Ich hasse das mit dem Anzug nicht. Echt cool. Passt zu mir. Ja, genau. Pete, wird dieser Job jemals einfacher? Teilweise ja. Aber manche Dinge werden nie einfacher. Roxanne hat das hier gemacht, weil wir in ihren Augen wertlos sind. Ich, Rick, Finn... Alle in Harlem. Es ist unser Job, sie damit nicht davonkommen zu lassen. Kommt zum Spider-Man-Eid dazu. Geht's los? Geht los. Ja, was soll man groß sagen? Sorry. Ja, es ist vorbei. In diesem Fall. Nee, das ist was anderes. Wir haben es durchgespielt. Aber jetzt geht er eh gar nicht. Ja, was soll man groß sagen? Ein richtig gutes Standalone, habe ich ehrlich gesagt. Wenn man sich Spider-Man 1 anschaut, auch nicht anders erwartet. Sind wir mal ehrlich. Insomniac, was will man anderes erwarten? Und da kann ich ja ehrlich sagen, ich freue mich übel auf Spider-Man 2. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ich hoffe natürlich, dass auch Miles Morales im Laufe der Zeit einen eigenen Serienableger bekommt. Nicht ein Standalone, sondern ein vollwertiges Miles Morales. Ich würde es mir wünschen, auf alle Fälle. Wäre richtig geil. Wäre richtig nice. Ah, jetzt können wir überspringen. Die Werte sind gut, Kreislaufsystem ist stabil, Hirnaktivität normal. Er war lange genug da drin. Mr. Osborne, ich verstehe Ihre Sorge. Aber seine Krankheit könnte... Kurt. Aber es könnte unter Umständen sehr gefährlich sein. Ich sagte, rausholen! Jetzt! Okay, ja, jetzt ist die Frage, was hat Osborn da drin mit zu tun? Das in dem Behälter kennt man ja schon aus Spider-Man 1, so ungefähr.
Es ist wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich Harry sein, der da drin ist. Mach's gut, Finn. Ja, Glückwunsch. Wir haben die Hauptstory beendet. Wir können jetzt wie in Spider-Man 1 Tageszeiten und was weiß ich nicht alles noch ändern. Cool. Ich glaube, da brauche ich nichts leveln, oder? Kann ich das leveln? Nein, es geht nur mit New Game Plus. Hey Mom, hast du zu tun? Nur ein bisschen. Was gibt's? Ich komme gerade aus der Trinity Church. Ich musste an Finn denken. Und? Was beschäftigt dich? Sie hat mir das... Moment. Nebenmission? Wo ist hier eine Nebenmission? Ach so, hier oben sind auch ein paar. Leben gerettet. Dir. Allen anderen. Dabei hat sie uns erst in Gefahr gebracht. Aber seitdem ich weiß, was mit Rick passiert ist, verstehe ich es irgendwie. Menschen sind kompliziert. Nimm Onkel Aaron. Er hat Krieger ins Gefängnis gebracht. Er half uns, Leute aus Harlem rauszubringen. Aber wenn ich ihn ansehe, muss ich nur an die Qualen deines Vaters denken. Ja. Du musst Finns Leben nicht beurteilen, Micho. Auch nicht ihren Tod. Behalt einfach in Erinnerung, warum du sie so gern hattest. Du bist immer für mich da. Das ist mein Job. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Entiendes? Sí. Te quiero. Ja. Wenn wir uns die Missionen noch reinziehen, ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Ob wir das noch machen? Wir haben im Grunde ja die Hauptstory abgeschlossen. Dürft ihr mir auch gerne in den Kommentaren mal, sagen, ob ihr da noch mehr sehen wollt. Ja, hier kriege ich noch einen Anzug. Der ist ja auch noch unbenutzt, so ungefähr. Aber es sind oft Anzüge, die gefallen mir nicht so wirklich. Also, nee. Bin ich offen und ehrlich. Das ist so der Gangster-Anzug. Nee. Sind alle cool. Klar, der da. Programmierbare Materie, auf jeden Fall. Ich hoffe, der ist auch wieder mit dabei. Ja. Und vor allem den finde ich sehr cool. Ah, ich kann die Sachen nochmal neu spielen. Okay, ich kann das quasi alles nochmal wiederholen, wenn ich will. Ja, ich würde sagen, wir lassen es hier. Gute Neuigkeiten. Roxxons Prototyp-Labore in Manhattan sind hin. Genau wie ihre Reaktoren. Endlich. Ohne die Labore und ohne Krieger sieht es aus, als hätte Roxxon einen ordentlichen Dämpfer gekriegt. Die halten sich jetzt sicher erstmal bedeckt. Gut, ich will nämlich keine Reaktoren mehr abzapfen. Verstehe ich, Kumpel. Aber ich freue mich, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Ich auch. Bis zum nächsten Abenteuer? Also, bis in ungefähr 5 Minuten, oder? Abgemacht. Jo.
Bei Genki weiß ich ja nur, der ist in Spider-Man 2, glaube ich, auch dabei. Und soweit ich weiß, glaube ich, auch der Prowler spielt da wieder eine Rolle. Aber im Grunde muss ich sagen, keine Ahnung, ich habe kein Gameplay oder irgendwas gesehen. Aber ein würdiges Standalone. Richtig, richtig cool. Ja, das Projekt ist jetzt in diesem Fall beendet. Ja, wir sehen uns dann spätestens in Spider-Man 2 wieder. Oder ich habe noch Bock, spontan die zwei Missionen hier zu machen. Das könnte natürlich sein, dass ich da noch spontan Bock drauf kriege. Aber es sind nur zwei Missionen. Ich denke, das ist vertretbar. Und die ganzen Pete-Missionen hier. Also, das hier zum Beispiel brauche ich eigentlich nicht. Werde ich auch ehrlich gesagt nicht machen. Habe ich ja schon gesagt, warum. Ich sehe da keinen Mehrwert. Aber wir sehen uns ja dann hier in der nächsten, im nächsten kommenden Projekt wieder. Eben Spider-Man 2, Payday 3. Ja, Starfield, je nachdem, wann jetzt hier die letzte Folge online geht. Vielleicht ist bis dahin schon Starfield erschienen, vielleicht auch nicht. Deswegen sage ich das vorweg. Ich nehme das ja vorweg auf. Und viele, viele mehr. Es kommen ja noch einige Spiele. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit am Start. Rainbow Six Vegas habe ich vergessen zu erwähnen. Bleibt auf alle Fälle am Ball. Bleibt sauber. Bleibt uns treu. Haut rein. Euer Kevin.